Steinauer, die Stadtwerke Neuss erweitern ihren BRKW-Park. Können Sie uns hierzu ein paar nähere Informationen geben? Ja, die Stadtwerke Neuss betreiben einen BRKW-Park von derzeit rund 3 MW. Und wir haben nochmal rund 1 MW dazugenommen, haben den in einer Kooperation mit einem großen Unternehmen, einem Automotive-Hersteller, die Firma Pierburg aus Neuss, haben wir dieses BRKW errichtet, machen dort Eigenstrom für die Pierburg AG und aus der Wärme erzeugen wir mit einer Kälteabsorptionsmaschine Kälte, damit die ihre Prozesse kühlen können. Was genau ist dort für ein BRKW verbaut worden? Wir haben ein BRKW der Firma AB. Da drin ist ein Jenbacher Motor mit rund 930 kW. Ich sage mal, Anlagen in dieser Konstruktion, die dürfte man jetzt in der Zukunft wahrscheinlich nur schwer herstellen können, weil wir noch in die Förderung des alten KWK-Gesetzes gekommen sind. Aufwendig ist dabei, am Schluss alle Kriterien zu erfüllen, damit sowohl das Eigenstromprivileg erfüllt ist, auf der anderen Seite aber Stromsteuer, Energiesteuer, all diese positiven Effekte auch mitgenommen werden. Eine ausgesprochen komplizierte Vertragskonstruktion hat insgesamt 4 Verträge, wenn wir den Gasliefervertrag noch mit dazu nehmen, 5 Verträge notwendig gemacht, um dieses Projekt hinzubekommen. Die müssen alle miteinander harmonisiert werden. Und am Ende brauchen Sie auch einen Kunden, der so viel Vertrauen zu Ihnen hat, zu sagen, ich vertraue dir, dass in diesen 5 Verträgen für mich am Ende ein Nutzen ist, dass meine Kälte günstiger ist, als wenn ich eine einfache Kältekompressionsmaschine dahingestellt habe, dass meine Energie nicht leidet, dass meine Energieversorgung sicher ist und dass ich insgesamt auch noch ein Geschäft mache.